Ja, wenn man Far Cry 3 mal durchgespielt hat, sieht man in den Credits ganz am Anfang In Memory of Jens Jungmark. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ja, wer war denn das überhaupt gewesen? Und da habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe ein paar Sachen rausgefunden. Also hier schrieb jetzt einer bei YouTube, war ein schwedischer Sounddesigner, der für Ubisoft gearbeitet hat, an Titeln wie World in Conflict und Far Cry 3. Der ist wohl an Krebs gestorben am 5. Februar diesen Jahres, also 2012, und wurde nur 38 Jahre alt. Jemand anderes hat zum Beispiel geschrieben, dass er an allen drei Teilen beteiligt gewesen wäre. Und ja, er war verheiratet und hatte zwei junge Töchter gehabt. Und das hat mich doch ein bisschen erinnert an die Geschichte von dem, ja, Spartacus-Darsteller von der ersten Staffel. Der hatte ja, ich sag mal, ja, fast genau das gleiche Schicksal gehabt. Auch Krebs, zwei Kinder. Und dann, ja, ist er auch leider dran gestorben. Da gibt es auch eine, ja, super, ich sag mal, Dokumentation über den. Tue ich gleich mal verlinken am Schluss. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und ja, Krebs ist schon die größte Scheiße, die man so, ja, bekommen kann. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal eine kurze Info geben, wer dieser Jens Jungmark gewesen ist, weil wenn man googelt, dann kommt man meistens nur auf diese englischen Seiten. Auf Deutsch gibt es da kaum was zu finden. Fotos gab es jetzt auch keine. Ja, und vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen schlauer geworden.